waren wir heute hier unterwegs. Minus 5 Grad. Schilderziehe. Mittlerweile neues Hobby. War jetzt in Wasser. Oh, das ist Wasser Trübingen, Wasser Thüringen. Kannst du gar genau sagen. War jetzt heute unterwegs bei minus 5 Grad. Viel, viel besser gegangen als gedacht. Auf alle Fälle. Das ist arsch kalt, wenn ich einmal Händchen anhab. Dann ist es echt kalt. so nichts Besonderes eigentlich. Es ist gerade mal 19.20 Uhr und wir stecken schon der Schilder zurück. Von dem her alles ganz gut gegangen. Hat passt, zwei waren eingefroren, aber bei minus 4,5 Grad kein Ding. Wasser Trüdingen, genau, dann steht es vorne wieder zurück. Waren drei Kreisverkehr, die bauen wir wieder auf. Und ja, gut ist. Ganz nettes Hobby soweit eigentlich. War schon zweimal unterwegs, zweimal war leider nichts, weil Schneefall und andere Wetterlage das verhindert haben. Von dem her, ja, soweit alles passt. Das erste Mal unterwegs. Hier das Wasser Trüdingen, das ist bei Ansbach. Ja, ist ja noch eine Heizomat. Genau, Heizomat ist hier eine, ja, damit Sie ein oder andere kennen. Stunde weg, Stunde 20, ja, Stunde 20 sind wir gefahren. Ganz nett. Und ja, sollten wir mal anschnallen. Machen wir es gleich am nächsten Kreisverkehr aufbauen. Von dem her, Grüße vom Montagabend. So, servus hier vom Dienstag. Melden wir jetzt erst nach Feierabend. David hatte heute Urlaub. Ich war heute mehr oder weniger außer Gefecht. Ich kann mit meinem Achselschirm auftreten. Irgendwie in der Ferse. Keine Ahnung, was da los ist. Hoffentlich ist nichts Schlimmes, weil es scheint schon zum Doktor, ist leider niemand hingegangen. Basti war beim Stauch, hat da ein paar Kleingeräte und sowas geschraubt. Ich war halt größtenteils im Büro, hab da einfach mal ein bisschen alles aufgeschrieben. Mal jetzt aber um 16:45 für Feierabend, weil ich muss nachsehen hochlegen, das tut weh wie Sau. Ja, dass ich nachher vielleicht ins THW kann. Morgen geht's wieder weiter, hoffentlich wieder im Alter, frische. Jo. Ihr werdet sehen. Bis morgen. Heute noch hier die Bremstrommel drauf gemacht, Bremse voll fertig gemacht, wundert euch nicht, der Basti macht hier gerade ein bisschen Party. jetzt werden noch ein paar spezielle Schrauben, dass wir die fixieren können, die Trommeln. Die müssten kommen demnächst. Dann hat David hat hier an dem Actros was nachgerüstet. Hier quasi die Umschaltung.
Wasserwäsche kommt quasi raus von der Pumpe oder vom Volumen, kommt hier rein, einmal zum Abroller, einmal hoch hier zu dem Kranaufbau, was wir jetzt hydraulisch angeschlossen haben und haben das Hydraulik noch tauscht, weil das, also das ist so schwarz Hydraulik, habe ich schon lange nicht mehr gesehen, sehr schwarz. Ja, genau. Stellen wir noch raus und gut ist eigentlich. Heute Abend zeige ich euch noch kurz noch bei Elektroden zu kommen, was wir für nächste Woche, übernächste Woche brauchen. So, da machen wir vielleicht heute Abend noch eine Versuchsschweißung. Und ja, genau, das war's hier so von heute. Ah ja, genau, das Nebbermann war noch da. Hat was da gelassen. Ja gut, ich habe dafür was bezahlt. Haben wir hier diese Lampe, die sind ja echt cool. Wir probieren es jetzt einfach mal, wie sie sind so im Alltag, wie sie funktionieren. Und ein großer Druckluft haben wir hier. Den hier. Der muss richtig Punch haben, das Teil. Es wird richtig was gehen. Ja. Gucken wir mal, ob der uns weiterhilft in manchen Fällen, wenn der Snap-on-Hammer das nicht mehr packt. Genau. Und hier noch zum Gewinde nachschneiden für Riesengewinde bis 6 Zoll. Einmal vorbei. Top. So, herzlich willkommen vom Donnerstagnachmittag. Haben wir jetzt den Kranaufbau gemacht. Da draußen, da ist aber Zwischenfall gäbe, ich weiß auch nicht ganz genau, wie das passieren konnte, wie das passiert ist, fragt mich nicht, denn das jetzt aufgeflext im Unsatz hier, die Kupplung verrissen, wenn ihr das sehen könnt, ich habe es hier aufgeflext, dass ihr das seht, sehr komisch, sehr sehr komisch, verstehe ich auch nicht ganz warum. War es nicht richtig gekuppelt und das ist quasi vom Motorgetriebe oder von der Hydraulikpumpe ist nur eine Leitung und kein DBV oder sonst irgendwas noch dazwischen. Dass es da offen nicht richtig gekuppelt war oder war es jetzt von Granit aus, dass die quasi von der Qualität hier Probleme gemacht haben. Kann ich euch jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, an was es liegt. Aber auf jeden Fall war es scheiße und sehr gefährlich. Das haben wir uns noch nicht getauscht, noch nicht da gehabt, neu gemacht und jetzt funktioniert der Kran auch. Jetzt geht es hier weiter. Noch ein paar Verschleißteile für die Schweißhelme. Die werden wir auf Zeit, kann der Rolf mal machen, der ist da. Kann sich da mal danach kümmern, die alle zu überholen. Das ist wohl halt. Danach gucken. Umgehen. So, jetzt geht's weiter, sorry. War gerade Termin wegen Auslandsdatenbank. Da lass mich gerade fürs THW aufstellen. Genau. Geiles Gespräch. So, wo war ich denn bleiben? Genau. Wir haben hier wahrscheinlich einen Auftrag KW 51. Ein bisschen was Größeres zu schweißen mit Elektrode. Hier, wie ihr sehen könnt, 5 mm Elektrode. Und hier 4 mm Elektrode. Wobei die wahrscheinlich eher rausfallen. Das ist einfach ein bisschen zu klein. Das ist nur so ein Notnagel noch. Die will ich auch mal noch auf die Seite tun. Das ist nur ein Notfall. Jetzt haben wir hier diese. Drei Päckli, da probieren wir jetzt mal ein bisschen, wie die so laufen, wie das funktioniert, ob das einen Wert hat, wie viel Elektrode man braucht, circa, wie lange man braucht für eine Elektrode zum Schweißen und. Schmeißen wir das mit dem Gerät hinten, nichts Besonderes und lassen wir mal die Kamera ein bisschen mitlaufen. So, wie gehen wir hier jetzt vor? Wir haben jetzt hier die von Technolith, TS88.
Die können ist gleich plus Wechsel. Basische Regung, Wechselstrom, Schweißbar, Verlegbar, Kraftfreiber, Kühlschrank, Lage, hier sieht man quasi die Lage drauf. Jetzt muss man gucken, wie man die jetzt schweißen, ob man die jetzt am Plus oder Minus schweißen. Aber ich glaube, das ist schick, mehr Minus. Die am Plus und die am Minus. Das ist Phoenix Grün. Das sind die anderen. Die können die können, glaube ich, auch hier alle Lager, wie man sehen kann. Genau. Jetzt richte mal hier kurz das Gerät vor. So. Jetzt muss ich auch mal den Tisch hin. War zu viel. Einfach hier den Tisch hinklemmen. Das ist halt so Macht. Dann muss ich die Masse haben. Am Plus. Das hier ist am Minus. Ich stecke vorne halt mal. Ist eingesteckt, oder? Ja. Nee. Doch, müsste. Ach, doch, ist eingesteckt. Geht um. Auf Hand. E-Hand. So. Minus. Am Handgriff. Oh, und dann müssen wir jetzt schweißen, weil hier kann man Minus im Handgriff schweißen. Die hat die Phoenix Grün. So, schnell hier mal ein bisschen her. Abstand. Noch kurz. Hier. Der Lensch vielleicht noch eine Elektrode, das ist immer technisch. So. Hier spricht man. Ja, dann verschweißen wir die jetzt. Ich glaube, wir haben um die 200, die ich jetzt mal schweißen probieren. Das waren 30 bis 300, ja, gehen wir mal. 230. Das ist schon ganz schön was, muss man sagen. 32 Ampere, da geht schon ganz schön Punk aus. Ich mache, was wir da schweißen müssen. Die haben wir 40 mm. Von dem her. Erst bei 50. Jetzt geht es hoch. Irgendwie auch wieder runter ab und zu. Seht ihr das? Komisch. Irgendwie der Potti ein bisschen im Batscher vielleicht. Ja, 220. So. Gucken wir mal, wie die zünden und wie die laufen.
diese RR, ne, sind es RB. Und das zweite. Vielleicht nicht so gut, dass man den Kittel rauszieht, also mache ich einen anderen Kittel rausziehen. Und dann mensch ich. Das ist jetzt die auch gescheit. Und extra jetzt mal ein wenig Dreckigglas noch, wie ich da drauf zünde. So. Also da kann man gleich noch mit mehr fahren, so gefühlsmäßig. Und das wäre vielleicht ganz gut, dass man jetzt eine Stallnaht. Ja, mal probieren. So. Hier lockt sich sogar gleich eine Schlacke. Sein könnt. Einmal zwei in den Feuer. Laufen tun sie mega, aber da kann man ein bisschen mehr gehen. Ich würde jetzt aber hier erstmal probieren, das Fallen zu schweißen. Anders hin tun. Oh, schon echt. Ja? Hi. Ja? Kann ich morgen abklären. Kurzes Telefonat dazwischen. So ist eben. Gucken wir mal, was hier passiert, wenn wir das falsch speisen. Also haben wir wieder super schlanke Abbildung, aber da muss man wahrscheinlich fast noch runter, da läuft das Material schon davon. Müssen wir ein bisschen rumprobieren, aber es geht auf jeden Fall. Man sieht jetzt hier keinen Schlanke-Einschluss oder sowas, das ist schon schlecht. Und das ist hier ein bisschen eine blöde Position. Das ist eigentlich hier so ein bisschen drehen. Können wir vielleicht, dass ich quasi die Elektrode besser runterlaufen lassen kann. Seid jetzt zwar leider nicht so gut, aber. Eispanne dafür. So, und dann kann ich sie gleich so andrücken und so andrücken und so runterlaufen lassen. Naja, ich hoffe ein bisschen Strom jetzt noch. Und da läuft mir das Material davon. Ich probiere es nachher aber nochmal, wenn ich hier was angeheftet habe. Zum Probieren. Auf jeden Fall verhältnismäßig echt richtig, richtig gut zum Schweißen. Könnte ich sagen.
So. Dann machen wir noch so. Ging jetzt nicht so schön wie gedacht. Entweder ist so ein falscher Pol dran. Ich weiß auch nicht. Das ging jetzt überhaupt nicht schön. Ist immer so geflackert und ist ein ausgestiegenes Gerät zum Teil. Komisch. So, gescheit auch mal, oder? Wie hier sein können. So kurz mal, also kurzzeitig was, aber ganz komisch. Mal umholen. Guck, ob es dann was bringt. Und so liegt immer mehr Strom noch. Auf 40. Dann gucken wir mal raus, du hast jetzt auf 40. Okay. Und dann geht nach hinten was Leistung aus. Also das wird dann immer klack, klack, klack. Jetzt ist ja der Lüfter angegangen. Das war so mal eine halbe Elektrode, also poch. Weiß auch nicht. Aber am Anfang ist es klappt nicht so, oder? Schön ein bisschen abkühlen lassen.
wie es hier unten aussieht. Gefällt mir noch nicht so richtig. Wir haben mal so eine andere Elektrode. Und jetzt das hier am Plus dran. Das heißt, das müsste jetzt für die Technolith. Die Technolith-Elektrode gehen. Jetzt mischt man so ein bisschen was. Wir haben hinterher noch eine Versuchsfläche. Und dann haben wir gucken können. So. Ist ein wenig anders, Schlaggebild ist auch komplett anders. Das ist richtig glasig oben drauf. Wenn ihr es dann sehen könnt, ist ganz anders als das Schlaggebild. Also die sieht, ich sage, fast besser aus. Die bleibt wegen häufiger, sag ich mal, ein Haufen. Das war jetzt die Technolith. Das hier die Böhrer, ist das, glaube ich, Festalpin Böhrer oder Böhler. Genau. Jetzt mal hinten mal noch eine Naht. Dann sagen wir mal. So eine halbe Elektrode, oder? So. Halbe Elektrode, ob die reicht für das Sticknaht. Das werden wir jetzt dann halt die Erhöhung packen. Und ob es halt auch durchzieht, das Schweißgerät. Also. Nicht, dass es jetzt wieder Stock gibt beim letzten. Also eine komplette durch reicht einfach nicht. Der schaltet immer vorher ab. Das ist schlecht. Ja, also ein bisschen was wäre noch zu schweißen, ich sage mal, Ausbeute ist ungefähr die gleiche. Wie ihr erzählen könnt, das dann ist die Technolith und die andere, die dunkle, ist die Böhrer. Links und rechts die gleiche Länge, fast geschweißt, da ist das Schweißgerät ein bisschen frischer abgepackt. Macht mir jetzt ein bisschen Sorge.
Ist ein krasser Unterschied. Ich weiß nicht, wie gut man es sieht. Ist gerade kein Radbürster da, aber ihr seht das. Ihr seht das da hinten. Und das war jetzt echt krass. Ja, halt, okay. Ja, okay. Das ist aber die zweite Überfahrt. Ich will sie nochmal tauschen. Nochmal die Böhrer, nochmal Böhrer, das ist scheißegal. Nochmal testen. Nochmal testen hier. Ob die, wie die ist so. Ob das jetzt auch mal wieder Verpolungsproblem war oder was das Problem war. Das ist schon krass. Probieren wir mal. Damit. So. Vielleicht müssen wir die eigentlich noch mehr trocknen oder was weiß ich. Ich bin jetzt einer der Oberkräfter drin. Ich kann zwar ein bisschen schweißen, aber genaueres kann ich euch auch nicht sagen. Ob wir die jetzt noch frisch trocknen müssen oder durch den Backofen rein, dass die besser laufen. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon, aber es ist denen nicht schade, sagen wir so. So. Wir haben mal Wohnung gewechselt. Probieren wir es halt nochmal. Schöner gelaufen. Frag mich jetzt auch nicht warum und wie und weshalb. Die lief jetzt auch echt richtig gut. Muss ich gucken, ob ich irgendwo so ein Fett übrig habe. Da muss ich mal schweißen können. Das muss ich mal probieren. Das hat mir jetzt ein bisschen. Da sind jetzt halt auch schon drei Elektroden aufgegangen. Ja, nee, die kommt einfach nicht so schön raus wie die andere. Jetzt hätte ich nochmal schweißen. Die war echt besser. Phönixgrün, nee, das ist auch. Steht da gar nichts drauf, der Elektrode da noch. Wir müssen halt einfach nochmal. Aber da steht TS88. Hut ab. Geiles Gerät. So, vom Schweiß her ist irgendwie viel ekelhafter, aber spritziger und gefährlicher.
Aber das Bild ist viel schöner. Das ist krass. Und mal überprüfen, Überkopf und Überkopf und Fallen mal noch probieren. Ja, ziemlich starker Einbrand hier und hier. Vielleicht mal da schon ein paar drauflegen, weil Schlacke drunter war, was weiß ich. Ich fällt mir irgendwie einfach besser die letzte Lücke los durch. Jetzt muss eine Stahlbolle oder irgendwas übrig. Ich wollte mal noch kurz gucken. Verschweiße. Wir hatten nicht mehrere Lager. Hier so zusammen tun. Das war's dumm. Geht gut. Von Pipeline, Hot Pass oder wie man heißt. Keine Ahnung. Ich habe zwar gerade Schlacke überholt. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Auf jeden Fall mal weniger einstellen. Dann sich mal auf die andere Seite gucken, wie es da läuft. Scheiße, was ich vergessen. Der ist gerade falsch rumgefangen, glaube ich. Oder? Ich habe es gesehen. Ich habe es nicht umgepasst. Aber ich glaube, ich habe die jetzt quasi noch höhere Pummelung dran. Oder meine Chance? Thank you.
gut, viel Fett und so was drauf, also ist nicht optimal hier die Bedingungen, was wir hier so haben, nur Schweiße. Da ist jetzt ein Loch drin und eine Grisse. Oh, komisch. Ich weiß, die ist mal voll der Hanne. Rohr drin und so. Ja. Vielleicht ein bisschen zu viel Dreck. Guckt es euch mal an. Ja, aber das Bett mit drin und so. Hier hat es ein paar Passagen, die ganz gut sind. Ja, wenn man es vielleicht putzen würde und so weiter, wäre es besser gegangen. Also die erste Versuche haben wir jetzt gemacht. Machen wir mit Rolf drüber schwätzen. Ich lasse es auch gerade mal so. Dann kann der mal auch noch mal probieren zu schweißen. Aber ich würde sagen, die Technolith haben jetzt in meinen Augen hier gewonnen. War die bessere Elektrode. Und dann habe ich ja zwei Päckchen. So, ich mal aus. Ja, das war es jetzt für heute mal soweit aus der Werkstatt. Ich mache jetzt noch ein bisschen Büro. Und dann schauen wir weiter. Ciao. So, ich habe heute hier noch eine Kleinigkeit euch noch zu zeigen. Wir haben in einem LKW draußen vom Carl Lewis haben wir Hydraulik nachgerüstet. Hier die Kupplung für seinen Kran. Haben wir einen 3-Wege-Hahn reingemacht. Und das Problem ist, wenn halt an dem Anschluss, wie hier dran nichts dran ist, ich komme direkt die Pumpe und kein Druckbegrenzungsventil mehr. Und ja. Entweder war die Kupplung nicht richtig zu oder die Kupplung hat einfach eine schlechte Qualität. Ihr seht hier den Riss, wie es aufgesprengt hat, das Ding. Also das links und rechts habe ich hier wegflext, dass man es besser sieht. Aber ihr seht, das kann ganz schön gefährlich werden. Ja, weil das Problem ist, der Steuerblock vom Meiler hat keine Druckweiterführung, dass man sagen kann, dass man da abgreifen kann und von dem dann das hat und da wird dann alles abgesichert mit DBV und was weiß ich, meiner hat es. Da würde es gehen, aber in dem halt leider nicht. Und ja, wahrscheinlich hat dann der LKW den hier killt, weil es entweder hier nicht richtig gekuppelt war oder weil halt einfach, ja, weil die einfach eine, von der Qualität her nicht schlecht ist, aber die hält eigentlich, würde man sagen, 353 Bar ist ja schon kein Problem. An der ganze Bagger und so sind die Kupplungen ja auch dran. Von dem her, ja, wahrscheinlich einfach nicht richtig kuppelt. Ja, so ist es halt. Zum Glück ist nicht groß was passiert. Ein bisschen Öl. Ein bisschen eine kleine Ölsauerei. Haben wir auch gleich abbunden mit dem Ölbinder und so weiter. Von dem her, kein Gefahrenverzug und. Alles aber gut gegangen. Kran läuft jetzt auch. Eine neue Kupplung hingemacht. Kran läuft jetzt auch. Von dem her passt alles. Genau. So will noch hierzu. Und wie gesagt, ich mache im Büro noch ein paar Kleinigkeiten. Und dann ist gut für heute. Ich habe die Schnauze voll. Euch noch einen schönen Abend. Cold Start Competition. Glühen wir lieber nochmal.
ist ja lahm. Das ist richtig lahm. Hä? Kleines Video mal wieder von hier oben. Actros ist fertig. Pickup haben wir heute abgegeben, verkauft. Ist Geschichte. An der Steinbruch. Oh, David kommt wieder. Willst du doch nicht heimgehen? Ach so, ja. Ja, David sagt, Chefs Handy. Genau, der ist an der Steinbruch verkauft worden, der Pickup. Ja, also wird man da ab und zu mal wieder sehen. LKW ist fertig geworden. Magnetband haben wir angerichtet, was wir montiert haben. Und die Jungs gehen jetzt heim. Ich gehe jetzt anrichten. Und noch schnell eine Weihnachtsfeier. Genau. Ciao, bis später. Und ich sage auch Tschüss für diese Woche. Wahrscheinlich. So, herzlich willkommen vom Samstag. Ja, Weihnachten ist schon SF hier am Start fürs Büro schaffen. Ich mache jetzt einfach mal einen Teil auf, wie ich jetzt hier im Büro schaffe. Keine Ahnung, wie das ankommt, ob es euch gefällt. Ja, ich mache einfach jetzt mal hier ein bisschen rumgekruschtel. So, servus, hi hier vom Sonntag. Ja, gestern Abend noch Weihnachtsmarkt und eine wilde Party im Ziehstüble. Haben auf einmal lauter Camper-Plakate tapeziert in unserer Festbar. Ja, ihr seht es irgendwann vielleicht mal. Deswegen bin ich heute nicht so ganz zurechnungsfähig und noch richtig fit. Wollt schon. Für Lonze ist. Naja. Ja, die Woche mit einiges gegangen. LKW ist endlich wieder fit. So eine Weile dauert. Wo da was gefehlt hat und so weiter und wir nicht so richtig dazukommen sind. Der Merler haben wir fertig gemacht. Dann, was war noch? So, spontan zwei große Baustellen angeguckt. Ob wir es machen oder nicht, das sieht man dann. Weil wir der Zeit sehen. Die eine machen wir auf jeden Fall. Die andere, das dauert eh noch eine Weile, da gibt es eine Ausschreibung und was weiß ich noch alles. Ja, genau, das war's eigentlich soweit. Und ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. In aller Frische. Ich mache so ruhiges Wochenende voll. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin. Auf Wiedersehen.